So eine dumme Schule, mal eine Stunde Schule und mal gar nicht. Sehr inkompetente Lehrer. Viele Lehrer sind sehr subjektiv. Es gibt 2 bis 3 Ausnahmen. Vertretungsplan komplett schlecht. Wir haben für den 17.03.2020 einen Plan bekommen, obwohl da die Corona-Ferien begonnen, siehe Bild, haben auch 40 Minuten vor Unterrichtsbeginn die Vertretungspläne per App bekommen und dementsprechend hat es kaum jemand mitbekommen. Toiletten sehr unhygienisch. An einem Tag war die K-Stern eh auf den Toilettensitz und erst am Ende des Tages wurde es weggemacht. Die Zimmerpflanzen verwahrlosen komplett, habe selbst die gegossen, weil es sonst niemand tut. Der einzige Grund, warum ich dort noch bin, ist, weil ich glaube, dass man kaum schafft, in so einer toleranten Klasse zu kommen. Wollte anonym bleiben, weil ich noch auf der Schule bin, deswegen der Name. War eine tolle Schule, leider besitzen viele Lehrer überhaupt keine Ahnung über Technik und wissen zum Beispiel gar nicht, wie man einen Beamer anmacht. Beste Schule. Mit erste Schultag schon Schlägerei. Die Mitschüler sind immer nett, also die beleidigen nicht oder so. Die Kleineren sind immer nett zu den Größeren und respektvoll. Die Lehrer kann man immer vertrauen, wenn es um Noten geht oder wenn es um Rassismus geht. Was kann man noch sagen? Man denkt Hauptschule, wenn du an eine gute und respektvolle Schule gehen willst, dann such weiter. Ist genauso schlimm wie die Hauptschule. Ist das eine echte Schule? 7 Jahre Haft, 14 Jahre Schaden.